Bielefelder hier nicht zu klären. Auf jeden Fall die Führung gar nicht mal so unverdient. Gar nicht mal so unverdient, denn Aue war zunächst stärker in dieser Partie. Die Antwort dann in der 32. Minute. Der Kapitän interessanten Fußballspiel. Er hatte auf 5 Positionen verändert nach der Niederlage in Bochum und seine Mannschaft begann auch in Hälfte 2 richtig gut. Verhindert hier in der 64. Minute den möglichen Ausgleich, aber in der 75. war es dann soweit. Weit hinten komplett in der eigenen Hälfte fest. Die 90. Minute, da ist Haraguchi und da ist dann doch noch das 3 zu 2.